Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Ein neuer Tag, neues Glück. Ich habe ein bisschen Materialien gefarmt, um zum Händler einen Ausflug zu machen. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen Material einstecken. Und wir werden unser erstes Portal setzen. Ja, machen wir direkt hier hin. Wir bauen unser erstes Portal. So, dann machen wir vielleicht da noch Schildchen drüber oder sowas. So müsste... Nicht ruckeln, bitte. So. Ja, Hugin. Ja, ja, ja. So, das machen wir Handel. Ne? Handel ist unser Händlerportal. Und dann machen wir natürlich noch ein Gegenstück beim Händler dann. Jetzt nutzen wir die Zeit, um direkt loszureiten. Ups. Ich besorge mir noch mal ein paar Himbeeren. Haben wir noch welche? Ah, ich habe welche einstecken. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich pushen. In 3 Minuten tickt das Fleisch aus und dann machen wir uns voll auf Ausdauer, damit wir hier entsprechend lossprinten können. Ich überlege jetzt gerade, ob wir mit dem Boot runterfahren, oder dann muss ich es wieder zurückholen. Nee, wir laufen händisch. Ich wollte eh noch Zinn besorgen. Dann können wir das bei der Gelegenheit machen. Hallo! Vielen Dank. Habt ihr einen Baum gefällt oder habe ich was gefällt und nicht aufgesammelt? Ja, wir machen gleich auf Ausdauer. Und sobald das Portal steht, können wir mal gucken, was wir schon an Kohle haben. Aber ich glaube, 59 haben wir nicht. Aber es gibt ja hier einige Dungeons in dem Wald. Von daher denke ich mal, Nasi. Werden wir hier noch ein bisschen Gold finden in den Krypten. Schön hier unterwegs zu sein. Das gefällt mir richtig gut. So, können wir es durchessen? Pilz, Honig. 135 Ausdauer. Zwar nicht viel Leben, aber ich will jetzt primär auch laufen zum Händler. Ich würde sagen, wir halten uns an der Küste. Zinn hole ich später. Also entweder auf dem Rückweg oder... Na gut, auf dem Rückweg kann ich dann nicht durchs Portal zurückreisen. Aber Zinn holen wir später, sonst habe ich jetzt die Taschen voll und kann dann nicht zurückreisen übers Portal. Das war blöd. Hier sind überall Zinn vorkommen. Oh, 3 Stück. 4 Stück. 5 Stück. Nee, erst setzen wir das Portal. Hier sind wir schnell wieder. Boah, ist alles voll. Ein Zinn nach dem anderen. Definitiv nicht sinnlos, die Küste. Hey, Fischi. Ich glaube, wir machen uns auch einen Teich. Wenn wir die Fische wieder einsetzen können, können wir uns einen kleinen Teich basteln. Aber jetzt haben wir in den letzten Folgen so viel gebastelt. Jetzt erstmal wieder ein bisschen erkunden und ein paar Dungeons durchsuchen. Genau, da kam auch der Hinweis in den Kommentaren, dass die Trollhöhlen, die werde ich mir jetzt mal markieren, nicht immer bedeuten, dass Trolle drin sind, sondern auch Ressourcen, die die Trolle sammeln. Ich setze mich mal hier vorne hin und markiere das Ding mal. Oh, habe ich jetzt ein Campfire gemacht? Punkt. Trollhöhle. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einem Tag schaffen, hier runter zu laufen. Wenn ich hier ständig anhalte. Hallo, guten Tag. Da vorne... Ne, da ist so eine Ruine, ist da. Die haben wir schon leer gemacht, hier waren wir schon. Boah, wie viel Zinn?
Wie cool. Ich glaube, wir sollten dann mit dem Schiff mal die Küste runterfahren. Das macht viel mehr Sinn. Dann können wir das Schiff noch vollpacken. So, Eiktür könnte ich mir noch reinzwirbeln, aber Eiktür hebe ich mir auf für einen möglichen Kampf, ne, wenn es irgendwie eklig wird. Die nehmen wir mit Karottensamen, da können wir uns Felder anlegen. Hier ist noch so ein Vorsprung, da sind Knochen, glaube ich, noch drunter. Lasse ich alles mal unberührt. Na, sehr, sehr. So, den leichten Kram können wir mitnehmen. Da ist noch eine Kiste. Hallo, guten Tag. Das nehme ich mit, das können wir beim Händler direkt umsetzen und die Pfeile nehme ich auch gerne mit. Geh weg, lass mich in Ruhe. So, wie weit ist denn noch? Wann sind wir denn da? Wann sind wir da? Mama, ich muss mal. Oh, nicht mehr weit. Das ist gut. Ups. Da ist nochmal Kupfer. Können wir uns auch markieren, würde ich sagen. Scheiße, ich brauche Ausdauer. Die kämpfen oben für sich. Gräulinge gegen Skelette. Dann nutzen wir die Gelegenheit. Und lassen sie auch mal kämpfen. Da ist ja schon die Kuppel. Ah. Ja, moin. Tachchen. Hello there. Du stehst wieder im Boden. Der steht wieder im Boden. Was ist denn hier los? Haldor. Er steht schon wieder im Boden. Das hatte ich bei meinem ersten... Oder war es die zweite Staffel? Weiß ich gar nicht mehr. Mann, 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 Arim. So, bauen wir uns mal was auf. Wir müssen kurz hier raus. Und machen uns eine kleine Hütte, wo wir das Portal reinsetzen können. Am besten hier so direkt in diese Richtung. Keine Ahnung. So. So, am besten hier direkt ran in die Geschichte. Wie weit kann ich? So. So, kurz abpeilen. Da geht's nicht. Machen wir das hier. So. Dich müssen wir mal entfernen gleich. Na. Oh, kein Holz. Dann machen wir dich hier weg. Da gibt es ordentlich Holz. Und ich sag dir, der eine oder andere Baum fällt hier sowieso noch um. Und eine Umrandung um unsere Basis sollten wir auch mal machen. Langfristig. Müssen wir aber erstmal ein bisschen Holz farmen. Da kommen schon die ersten Besucher. Digga, ich habe kein Leben. Ich habe doch auf Ausdauer gesetzt. Ach nee. Oh nee, die sind ja mehrere. Beschütze mich. Das geht noch nicht. 9 Minuten, 4 Minuten auf die Bären. Ziehen wir uns noch ein paar Pilze rein. Gibt noch ein bisschen Leben. Dass du wieder im Boden stehst. Wieso stehst du nie gerade? Oder sollst du sitzen? Nee, du bist mit den Knien im Watt, Dings. Das ist echt blöd.
Nee, geht nicht. Wir machen hier einfach eine Tür hin. Ey, ich war noch nicht so weit. Ach Mann. Hey. Wieder kein Holz. Verdammt. So, es geht mir gleich die Axt kaputt und ich habe kein Holz. Ich nehme noch mit. Ja, zur Not immer eine Steinaxt, das ist klar. Das sollte nicht das Problem sein. Oh, hi! Jetzt wird's aber unangenehm. Ich lasse dir das einfach regeln da vorne, oder? Wow! Sind 5? Ist hier irgendwo ein Spawner? Lass mich. So. Wir müssen es größer machen. Das sind aber viele, oder? Okay. Komm zurück. Das sind noch Blaubeeren. Hier sind Blaubeeren, da vorne wachsen Pilze. Ist ja ein Träumchen hier. So, darf ich jetzt weiterbauen? Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen größer machen. Das ist ja lästig. So, dann können wir hier eigentlich... So, komm, das langt. Ich mach jetzt hier erstmal ein Portal hin. Handel. Schwing! Leuchte, mein kleines Portal! Ach ja. So. Screenshot. So. Jetzt hört auf, meine schöne neue kleine Portalbehausung hier zu killen. Sehr schön. So, dann gehen wir mal kurz nach Hause. Ab nach Mordor. So, erstes Portal. Nice. Zack.
Ja, wie viele Surtling-Kerne haben wir denn eigentlich noch? So, vielleicht das Interface wieder einblenden. Macht es insgesamt leichter. 5. Das heißt, wir könnten jetzt sogar noch ein Portal machen und an unseren Spawnpunkt setzen. Auf der anderen Seite brauchen wir das gerade nicht, weil wir haben die erste Trophäe aufgehängt. Das können wir auch später noch setzen, ne? Das können wir auch später noch setzen. Wir können zum Uralt noch einsetzen, wobei das eigentlich auch nur ein vorübergehendes Portal ist. Und ich glaube, der Uralte ist ja sogar hier. Da ist er, da hinten. Dass wir hier vielleicht noch ein Portal setzen. Vom Weg her ist es fast weniger weit als hier runter, ne? Bis zum Uralten. Das können wir uns erstmal sparen, ja. Wobei, wenn man stirbt, will man vielleicht den Uralten noch schnell wieder erreichen. Na komm, wir machen noch ein zweites. Haben wir noch genügend Edelholz? Nein, natürlich haben wir nicht genügend Edelholz. Verdammt. Gut, pass auf, wir nehmen jetzt mal den Kram mit, den wir zu verkaufen haben. Ich muss nur ganz kurz hier die Kochutensilien loswerden. Oh, passen hier nicht rein. Dann machen wir so. Und Leder und Trophäen können wir auch alle hier weglassen. So. Federn. Weg. Gold nehmen wir mit. Na gut, Gold können wir eigentlich hier lassen, weil das wollen wir ja dann umwandeln. Und die Karottensamen. Wo hatte ich die rein? Ah, hinten. Muss mich erstmal zurechtfinden beim neuen System hier. So, das Gold können wir eigentlich hier lassen, weil ich glaube, das langt hin und vorne nicht, oder? Gut, wir können es auch mitnehmen. Stackt jetzt eh. So, ganz kurz. Wie viel Honig haben wir? 25. Lassen wir die Bienen hinten am kleinen Häuschen? Auf der anderen Seite werden sie dann in Ruhe gelassen. Sonst hätten wir sie auch hier ransetzen können ins Haus, ne? Hm, mal gucken, überlege ich mir noch. Komm, Fleisch. Warte, fertig. Tisch. Tisch. So. In den ersten Stock. Schaut auf die Mitte. Hi. 684. Damit kriegen wir den Reif. Licht wäre natürlich nicht schlecht, ne? Könnte man sich die Fackeln sparen. Aber nein, wir brauchen den Gürtel. Wir müssen erstmal hier noch ein bisschen was finden. Wir können uns ja mal hier umgucken. Nur ich glaube, hier geht gerade hart die Sonne unter. Von daher gehen wir erst nochmal zurück. Achso, warte mal ganz kurz. Haben wir noch Holz dabei? Haben wir noch. Zack. So, das ging ja doch. Hier geht's. Bist du beschützt? Du bist beschützt. Sehr schön. So, dann gehen wir mal schlafen und dann können wir nochmal zurück und gucken, ob wir noch ein paar Dungeons finden. Ah, Zinn. Zinn wollte ich besorgen. Oder machen wir das zuerst? Erst Dungeons. Ja, prinzipiell machen wir alles. Ne? Prinzipiell müssen wir alles machen. Aber jetzt erstmal ins Bett. Gute Nacht. Weil gerade die Frage aufkommt, Eier gibt es beim Händler erst später. Die hat man nicht von Anfang an beim Händler. So, wir machen erst Dungeons, dann haben wir nämlich den Gürtel, dann können wir auch mehr Zinn tragen, dann können wir damit nämlich zurücklaufen, ne? Das heißt, wir gehen jetzt zum Händler und packen das Gold hier schon mal rein, das müssen wir nicht mitschleppen. Und gucken von da aus nach irgendwelchen Dungeons. Oh, war meine Axt kaputt? Nein. Ja, aber ich will gerade kein Holz hacken, von daher geht das schon.
So, ich würde sagen, wir gehen mal nach Süden. Wobei, hinter mir waren Skelette, ne? Das, ah, hier ist doch was. Trollhöhle oder Dungeon? Trollhöhle. Okay, markieren wir uns. Jetzt markieren wir es uns. Ach, Diggi. Ich bin hier zu Besuch. Das ist nicht gastfreundlich. Alter, die sehen ja ganz anders aus. Oh, hi. Habe ich keinen Bock drauf. Close Combat mit dem Troll. Nein. Da vorne? Da können wir mal gucken. Mach doch mal die Fackel weg. Mach die Fackel aus. Nee, sah leider nur so aus. Da ist ein... War ich da schon drin? Nö. Aber die 8 Gold nehme ich natürlich gerne mit. Ach Mann! Lass dich schlagen. Wir müssen aber irgendwo... Hi. Hier muss irgendwo ein... Muss irgendwo ein... irgendwas sowas wie ein Dungeon sein. Warte mal. Nicht, dass ich hier ein... Leute! Weil hier ist ja ein Skelett auf mich zugekommen, als ich beim Händler rein bin. Ach Mist. Oh, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Hier ist aber auch was los. Das ist was, ich suche ohne euch. Ey, ich bin doch gerade am Looten. Disteln. Kupfer. Ach scheiße, ich muss mich erst um die kümmern. Okay. Ah, da habe ich ein Skelett. Habt ihr gerade gehört? Da ist ein Skelett. Warte mal, ihr seid ja normale. Gegen euch kann ich auch so kämpfen. So, wo ist das Skelett? Da ist das Skelett. Muss mal ganz kurz... Okay. Hi. So, zeig mir, wo du wohnst. Wo kam der her? Kupfer. Kupfer. Danke. Da. Hallo, guten Tag. Kommen Sie her? Okay. So, ein bisschen Licht für euch, damit ihr was seht. Ah ja, da ist schon einer. Ausdauerpilze nehmen wir direkt mit, da können wir auch Beleuchtung wieder machen. Wenn wir da jede Menge von haben. Können wir den wieder schöne... So, wo fangen wir an? Rechts. Okay.
Holz lasse ich mal da. Die Pfeile decken eigentlich, genau. Und ich habe die ganzen Äxte wegen Kupfer dabei. Ist natürlich auch wieder grandios vorbereitet. So, die brauchen wir auch erstmal nicht. Moin. So, ihr habt aber keinen Spawner hier noch irgendwie zum... Noch nehmen wir mit. Da ist schon ein Teil eines Portals. Das ist gut. So, den Kopf lassen wir hier. So, rechts haben wir frei, geradeaus. Okay, Knochen. Und hier ist bestimmt eine Sackgasse. Nee, noch eine Tür. Sind die verbunden? Das habe ich auch zum ersten Mal, dass es im Kreis geht. Ach Mann. Na gut, ich hatte so viel Glück am Anfang, ne? Das kann man natürlich nicht... Man kann nicht immer Glück haben. Oh ja. Da ist auch noch was. Da ist sogar ein Spawner dahinter, so wie es aussieht. Hier ist verfallen. Da ist nichts. Rechts. Sackgasse. Oh, Spawner? Nee, Geist. Geister sind natürlich übel. Da ist ein zweiter Kern für ein Portal. Alter, ist das riesig. Das ist ja cool. Das ist ja richtig gut. Das ist ja viel mehr verzweigt. Also dieser Seed ist wirklich ein Träumchen. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Dungeons ich schon besucht habe und was ich da dann im Endeffekt rausziehe. Guck mal, das eine Ding gibt uns hier 6 Kerne nochmal. Ja, kein Platz. Lass kurz überlegen. Disteln könnte ich hier lassen, die spawnen eh nach. Und den Rest nehme ich zu. Klar kann ich aus Holz fallen lassen, aber ich wollte jetzt, bevor mir die Fackel gleich kaputt geht. Die Holzpfeile können wir mal droppen. Bin jetzt eh, wenn wir so viel Pfeile finden, nehme ich lieber die Distel mit. So. Das war's, oder? Nee, Moment. Hier ist noch eine Tür. Was bewachst du, einen Pilz? Na, du bewachst einen Pilz. Naja. Das Schlechteste ist es nicht gewesen. Hier haben wirklich alles raus, ja. Cool, wie schön verzweigt dieser Dungeon ist. Das gefällt mir richtig gut. So, bevor ich es wieder vergesse. Ach, Scheiße, kein Platz für Blaubeeren. Keine Ahnung. Ach komm her, da haben wir genügend da. Die Blaubeeren sind mir wichtiger. Ich würde sagen, wir rennen zum Händler mal zurück. Und bringen erstmal den Loot nach Hause. Das eine oder andere Kupfervorkommen, das haben wir schon markiert. Aber irgendwo beim Händler in der Nähe müsste eigentlich auch noch ein Dungeon sein. Ah, da ist ein Runenstein. Und da oben ist eine Burg, so wie es aussieht. Ah ja, das merken wir uns mal. Also, warte mal, das Ding markieren wir uns, bevor wir nachher wieder suchen. Oh, warte mal, da sind ganz schön viele Tote. Ja, da sind welche drin, man hört sie klappern. So. Jetzt bringen wir erstmal den Kram nach Hause, damit das Inventar leer ist.
Das Leder hätte ich gerne. So. 151 sind 151. Ab nach Hause. Bei dem Mistwetter würden wir lieber zu Hause bleiben. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Dann suchen wir noch weiter ein bisschen Dungeons, bringen das Geld zusammen, damit wir endlich den Gürtel haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.